Heute möchte ich euch Svengelbert vorstellen und wieder ein sehr wichtiges Helferlein. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zu meinem Adventkalender, einem täglichen Doppelpack, mit dem ich mich für dieses rundum erfüllte und erfolgreiche Jahr bei euch bedanken möchte. Ich stelle euch hier Interpreten vor, die sich in diesem Jahr für Titel von uns begeistert haben und die wir dann auch hier im Schlagerlab produzieren durften. Heute geht es um Svengelbert und wir haben ja schon 2018 sein Debütalbum produziert, sind tolle Titel drauf. Heuer 2019 haben wir 3 Titel gemacht, sind auch weitere in Planung. Ist ein sehr gebuchter, sehr gut gebuchter Live-Künstler und ein Stimmungsgarant. Ich möchte euch das zeigen. Hier sind wir auf der Seite schlagerkomponist.eu und den ersten Titel, der kommt aus der Kooperation mit den Alpen-Yetis und der heißt Holger Sime, ist eine Coverversion von Mendocino. Wir gängen heut nicht heim vor Holger Sime. Wir gängen nicht heim, wir gängen nicht heim, wir gängen heut nicht heim vor Holger Sime. Freitagabend, wir sind am Start und wir ziehen los ins Wochenende. Ja, ein Fixpunkt bei jeder Party. Toller Titel, ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Der zweite Titel, den ich euch vorstellen möchte, der heißt Tanz den Hampelmann. Auch ganz was Tolles. Spielen wir mal kurz an. Komm, tanz den Hampelmann, Hampelmann, Hampelmann. Zeig, wie er strampeln kann, der Hampelmann, der Hampelmann. Wow, wow. Aber dann sei kein Hampelmann. Ja, ich dürfte das live miterleben, wie das dann abgeht, wenn die alle dann den Hampelmann tanzen. Sehr lustig. Und ein wirklich toller Titel. Und, was die wenigsten wissen, der Jürgen, Svengelbert, fährt ja mit dem Schulbus in seinem Heimatort in Fladnitz und bringt die Kinder in die Schule. Und da singen sie natürlich auch miteinander. Und das war in meinem Herzensprojekt, auch mit den Kindern mal ein Lied zu machen. Und das haben wir realisiert. Und es ist kurz vor den Ferien erschienen und da gab es auch eine Live-Schaltung im Radio. Die Fahrt ins Blaue. Hören wir auch kurz rein. Ja, war ein sehr tolles Erlebnis mit den Kindern hier im Studio. Vielen Dank, lieber Jürgen, lieber Svengelbert, für die Zusammenarbeit und ich freue mich schon auf die nächsten Projekte. Im zweiten Teil des Adventkalenders möchte ich euch ja sehr gerne von den unzähligen Helferleins erzählen, die meine Arbeit hier im Studio erleichtern bzw. unsere Arbeit hier überhaupt erst ermöglichen. Und heute geht es um die Verwertungsgesellschaften. Meine ist die AKM, in Deutschland ist es die GEMA und diese Verwertungsgesellschaften sind ja unser Bindeglied als Musiker, als Kreative, als Komponisten zur Wirtschaft und die Verwertungsgesellschaft AKM hat von mir die Nutzungsrechte übertragen bekommen und ist somit jetzt die Vertretung von mir, aber auch aller anderen Autoren und anderen Komponisten und Musikverleger und tritt als Treuhänder auf, wenn Musik irgendwo genutzt wird. Es gibt 25.000 Mitglieder bei der AKM und es ist eine weltweite Vertretung der Rechte.
Schauen wir mal kurz auf die Seite akm.at. Da gibt es nämlich auch ein ganz nettes Image-Video und das möchte ich euch kurz vorspielen. Musik ist wundervoll. Wir alle verbinden die schönsten Momente unseres Lebens mit ihr. Ganz nach persönlichem Geschmack. Musik ist harte Arbeit. Sie kommt nicht einfach aus dem Radio, dem Internet oder dem Smartphone. Sie wird von Menschen gemacht, von Textern geschrieben und von Komponisten komponiert. Wie zum Beispiel von Alina, Vincent und Herbert. Von Menschen, die Musik lieben. Von Liebe allein kann aber niemand leben. Musik ist etwas wert. Jedes komponierte und geschriebene Musikstück unterliegt dem Urheberrecht. Den Komponisten und Textern steht eine faire Bezahlung für die Verwendung ihrer Musik zu. Sei es bei einem Live-Konzert, im Radio oder Internet, im Club oder auch im Gasthaus. In der Praxis kann der einzelne Urheber seine Rechte nur schwer geltend machen. Deshalb gibt es uns, die AKM und Austromecana. Die Komponisten und Texter Österreichs haben sich zusammengeschlossen und uns gegründet. Wir gehören den Künstlern. Wir sind die zentrale Anlaufstelle für den Rechteerwerb von Musikstücken. Mit einem freundlichen und unkomplizierten Service. Wir sammeln die sogenannten Tantiemen für die Komponisten und Texter ein. Und wir zahlen das gesamte Geld nach einem transparenten Verteilungsschlüssel an die Rechteinhaber aus. Wir sorgen dafür, dass sie für ihre Arbeit auch bezahlt werden. Jeder liebt Musik. Wir lieben auch die Musiker. Ja, ich denke, ein Image-Video, das es ganz gut beschreibt, was die AKM so macht und wofür sie gut ist und wofür wir sie alle brauchen. Ich danke euch, liebe AKM, liebe Mitarbeiter in allen Bereichen für eure Arbeit, dass ihr euch da so kümmert um uns und unseren Job überhaupt erst ermöglicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, auch dieses Türchen hat euch gefallen und ihr liked und teilt den Beitrag. Ich freue mich auch schon auf eure Kommentare, ob ihr vielleicht den Svengelbert schon mal live erlebt habt oder bei welcher Verwertungsgesellschaft ihr seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich bis morgen.